Und dann kamen wir da rein in dem Zimmer. Und dann sehe ich ihn, wie der da liegt und dachte, nein. Er war komplett verkabelt und so viele Maschinen um ihn herum. Es war sehr schwer, das Liebste so liegen zu sehen und zu wissen, das ist es. Kann er denn? Hat er Überlebenschancen? Alle am Weinen, die Kinder am Schreien und haben gesagt, Papa, wenn du uns hörst, dann drücke die Hand. Aber es war nichts. Die Maschinen wurden abgestellt. Er ging langsam vorne uns. Und ich habe bis zum Schluss an seiner Brust gelegen. Wer hätte es denn geahnt, dass es so kommen wird? Niemand hat gedacht, dass es so passiert. Als kleines Kind träumte man so gern, doch mit der Zeit verstand man umso mehr, das Schicksal unserer Jahre liegt nicht in unserer Hand. Und woran wir uns klammern, zerrinnt uns wie der Sand. Für jeden Einzelnen hat Gott seinen Weg. Er lässt oft manches zu, was man nicht versteht. Doch wird man alt und blickt dann auch zurück, wird einem klar, im Leiden liegt auch Glück. Das Schicksal unserer Jahre liegt nicht in unserer Hand. Und woran wir uns klammern, zerrinnt uns wie der Sand. Es ist von Gott gegeben, es ist von ihm gewollt. Und wird er manches nehmen, meint es dennoch liebevoll. Schicksal unserer Jahre liegt nicht in unserer Hand. Und woran wir uns klammern, zerrinnt uns wie der Sand. Es ist von Gott gegeben, es ist von ihm gewollt. Und wird er manches nehmen, meint es dennoch liebevoll.